Mondbett machen. Jo. Geschlossen. Ja, wir brauchen ja erstmal wieder neuen Alkohol, hätte ich jetzt gesagt. Guten Morgen. Raus aus den Federn, Schlafmütze. Auf geht's. Wir haben einen langen Tag vor uns. Wenn du die Taverne eröffnen willst, müssen wir eine Menge Vorbereitungen treffen. Vorbereitung? Was für Vorbereitung? Wir brauchen Essen, wir brauchen Getränke. Am besten Leute, die hier sauber machen. Wir brauchen Geld. Ein bisschen schöner dekorieren hier alles. Ich gebe ja zu, dass die Rattenspieße nicht schlecht waren. Aber mit Rattenfleisch und verdorbenem Bier kann man doch nicht wirklich Kundschaft anlocken, oder? Ich habe meine Beziehungen in der Stadt spielen lassen. Deshalb möchte ich, dass du diese Einkaufsliste nimmst und einige Vorräte besorgst. Ich bin absolut blank. Das weiß ich. Ich habe ein paar Ersparnisse aufgebraucht, um das alles zu bezahlen. Wenn du mit den Verkäufern sprichst, geben sie dir das, was ich bestellt habe, ohne von dir Geld zu verlangen. Gewöhn dich aber nicht dran. Ich werde dir nicht jedes Mal Geld geben, wenn du es brauchst. Hast du mich verstanden? Warum nicht? Verstehe. Ich hätte gerne einen Hausgeist, der mir Geld gibt, wenn ich es brauche. Gut, folge der Straße Richtung Westen und hole alles, was auf der Liste steht. Vieles davon findest du auf dem Markt. Markt, so rum. Aber du musst auch einige Vorräte im Sägewerk, in der Schmiede und in der städtischen Taverne besorgen. Zeit, um aufzubrechen. Sobald du alles hast, komm wieder her und wir machen uns an die Arbeit. Alles klar, die Stadt gab's damals, als ich das erste Mal hier reingeschaut habe, noch nicht. Fast vergessen, sei vorsichtig mit Ria und Lia. Sie sind gute Mädchen, aber ein bisschen eigenartig. Lass dir von ihnen nicht den Kopf verdrehen. Kann ich nicht versprechen. Also, die Reise nach Westen. Benutzen. Vorgebirge, Flussufer, Stadtmarkt. Genau da wollen wir hin. Okay, hier gibt es eine Anschlagtafel. Nein, hier gibt es eine Map. Okay. Woody, Amos, Kujaku oder Kujaku. Lia und Ria, da müssen wir auf jeden Fall hin. Chuck, ich bin mir sicher, es ist Litchuck. Agatha, Petra und Halmut. Okay, wir müssen all die Dinge wahrscheinlich ablaufen, so wie ich das hier sehe. Okay, wir sind gerade da. Dann gehen wir jetzt erstmal darüber in die Taverne, die es hier auch gibt. Das ist ja super, dass wir da ein Konkurrenzprodukt quasi stehen haben. Wir müssen das auf jeden Fall niederbrennen. Kann man mit den Leuten hier eigentlich reden? Nein, kann man nicht. Okay, kann man mit dem Hund reden? Nein, kann man den Hund... Man kann keine Hundespieße machen. Schade. Du könntest hier ein bisschen aufräumen, Amos. Hier riecht es wie auf einer Müllhalde. Reden. Hm? Ah, du bist es. Richtig, ja. Willkommen im letzten Schluck der besten Taverne in... Ach, den Rest kannst du dir ja denken. Geht's dir gut? Mir? Ja, 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 natürlich. Du scheinst nicht gerade glücklich zu sein. Was meinst du? Ich bin außer mir vor Freude. Ist es nicht das Gesicht eines Mannes, der alles hat? Kerze, große Sitzbank, großer Tisch, Lagerhilfe. Du warst doch wegen der Bestellung hier, oder? Bitte sehr, wenn du noch was anderes für deine Taverne brauchst, komm vorbei. Oder auch nicht, ist mir ziemlich egal. Ich weiß nicht, ob er so glücklich ist, dass wir auch eine Taverne haben. Ich verstehe das nicht. Du verkaufst Zubehör an die Konkurrenz. Naja, Geld ist Geld. Ich habe einen ganzen Haufen von Möbeln und Geräten, die auf dem Dachboden verstauben. Für einen fairen Preis gehören sie alle dir. An deiner Stelle würde ich mich nicht zu sehr freuen. Deine Taverne hat schon viele Besitzer hinter sich. Aber am Ende kommt immer das Gleiche dabei heraus. Wenn du einen guten Ratschlag von einem alten Hasen willst, dann gib auf, solange du noch kannst. Je niedriger du deine Erwartungen ansetzt, desto weniger schmerzhaft ist der Sturz. Aber das hängt ganz von dir ab. Ja, nu. Danke, denke ich. Ich habe ja gesagt, einfach abbrennen.
Nicht der Rede wert. Die Zeit der Träume und großen Tavernenbesitzer ist vorbei. Die Gefolgschaft kontrolliert die bedeutendsten Wirtshäuser des Reiches und überlässt dem Rest von uns armen Schluckern nur den letzten Dreck. Nun, viel Glück. Du wirst es brauchen. Falls du jemals mehr Zutaten brauchst, dann denk dran, dass wir für dich da sein werden. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Okay, alles klar. Mit dir können wir auch reden. Riff! Ich bin wegen des Vergnügens und der Frauen zur Musik gekommen. Und sieh dir an, wie es für mich ausgegangen ist. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, nicht wahr? Den können wir bestimmt später engagieren oder so. Aber hier, wie können wir wenigstens mit den Leuten reden? Ladio! Amos ist ein Schwachkopf. Wenn ich den Laden hier führen würde, wäre er bis unter die Decke hin voll. Habe ich schon jemals eine Taverne geführt? Nein, keineswegs. Aber wie schwer kann das schon sein? Einfach ein paar Knöpfe drücken, das ist richtig. Layla, ich habe noch nie einen Mann, eine Frau oder ein Monster getroffen, das mich unter den Tisch trinken kann. Nicht mal Amos, der sich immer so hart gibt. Was hast du gesagt? Du willst mich herausfordern, alter Mann? So alt bin ich gar nicht und ich will dich wirklich nicht herausfordern. Gideon, tut mir leid, kennen wir uns oder gehst du einfach auf wildfremde Leute in einer Kneipe zu, um mit ihnen zu reden? Ja, allerdings nur in Spielen. So, das war unsere erste Station. Da ist eine Stadtwache. Der massive Helm wippt im Wind, natürlich. Ah ja, das ist hier Holzgedöns. Ash, noch ein paar Stämme und ich kann endlich mit dem Schnitzen beginnen. Den Göttern sei Dank. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich nach ein bisschen Ruhe gesehnt habe. Holzarbeit ist wirklich entspannt. Ja, lauf halt weg. Woody, hallo, willkommen in unserer Werkstatt. Was brauchst du? Bist du wegen Werkzeug oder Bauplänen gekommen? Ich bin sicher, wir können dir helfen, auch wenn wir im Moment ziemlich ausgelastet sind. Haha. Moment mal, du bist der neue Besitzer der Taverne draußen vor der Stadt, richtig? Du bist wirklich ein mutiger, mutiger Mann. Ich bin schon ein paar Mal daran vorbeigegangen, aber der Laden ist ziemlich heruntergekommen. Aber lass dich davon nicht entmutigen, ich bin genauso wie du. Wo andere ein Wrack sehen, sehe ich eine Leinwand, auf der ich arbeiten kann. Ich drück dir die Daumen. Oh, Entschuldigung, ich bin Woody, der leitende Schreiner. Seit der alte Oak in den Ruhestand gegangen ist, bin ich derjenige, der das Ganze hier am Laufen hält. Haha, die Namen sind ja alle sehr passend hier in der Schreinerei. Ash, Woody, Oak, bin gespannt, wie sie heißt. Steinwerkstatt, Stumpf mit Axt, Werkbank, Sägemühle. Genug geplaudert, du bist hier, um eine Bestellung abzuholen, nicht wahr? Deine Freundin war gestern hier, sie war ein bisschen seltsam, aber wirklich überzeugend. Ich habe alles bekommen, was ihr haben wolltet, obwohl das natürlich nichts nützt, wenn ihr nicht wisst, was ihr damit machen sollt. Schreinerarbeiten sind nicht einfach, aber sie können unglaublich befriedigend sein, wenn man einmal den Dreh raus hat. Wenn du ein Rad brauchst, neue Maschinen brauchst oder einen Bauplan brauchst, bin ich dein Mann. Komm jederzeit im Laden vorbei und ich helfe dir gerne. Kein Grund, mir zu danken. Ich helfe dir jetzt und du kannst mir an einem anderen Tag helfen. Menschen wie wir müssen sich gegenseitig unterstützen. Brett für Brett und Nagel für Nagel. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich bin sicher, dass die alte Taverne bald wieder wie neu sein wird. Oder besser. Sehr schön. So, wen haben wir hier? Willow! Alles klar. Tut mir leid, ich muss weiterarbeiten und mich konzentrieren. Wenn ich noch einen Fehler mache, muss ich den restlichen Monat mit Segen verbringen. Und wer ist da runtergekommen? Oak! Ah! Wie lange dauert es, um eine Schnitzerei zu beenden? Es hängt davon ab. Aber es dauert normalerweise nicht mehr als ein paar Tage. Was? Du siehst mich immer am gleichen Stück arbeiten? Ich bin gerade zum ersten Mal hier, ich sehe dich zum ersten Mal arbeiten. Durstig! Dieser Adler ist ganz anders als der letzte. Ich vermisse den How much would chuck chuck Witz in der Schreinerei. Jo, dann geht's hier oben weiter. Haben wir eigentlich sowas wie eine eigene Map? Haben wir nicht. Dann lass uns mal genau gucken, wo die anderen Dinge alle sind. Kommen wir nehmen erstmal die beiden damit.
Wir sind passenderweise die ersten, jeweils die ersten beiden Geschäfte neben dem Brunnen. Ja, schlagen wollte ich eigentlich gar nicht. Bei einem anderen Spiel ist F quasi der schnelle Vorlauf. Deswegen kam ich da gerade drauf. Ria. Schau, Lia, wir haben einen Kunden. Ich glaube, es ist nicht nur irgendein Kunde, Ria. Er muss das neue Mäuschen von Mai sein. Was hat das Kätzchen denn jetzt wieder angestellt? Tja, was für ein schlaues Kätzchen. Schau ihn dir an, der Arme weiß nicht einmal, warum er hier ist. Ja, er hat eine Heidenangst. Wenn du ein gutes Mäuschen bist, brauchst du keine Angst zu haben. Stimmt's, Lia? Nein, natürlich nicht. Wir helfen den braven Mäuschen, aber den bösen... Du machst ihm Angst, Lia. Denk dran, was Mai gesagt hat. Du weißt, wie scharf Katzenkrallen sein können. Wie langweilig. Mai ist also die Einzige, die spielen darf? Wovon in aller Welt redet ihr da? Siehst du, Ria? Jetzt will er es wissen. Jetzt ist er neugierig. Aber er sollte nicht fragen, weil an Neugier verbrennen sich Katzen die Tatzen. Ich gehe dann mal. Oje, was für ein stolzes Mäuschen. Sieh mal, Lia, er will gehen, ohne sich von uns zu verabschieden. Er darf nicht gehen, Ria. Also wir haben die ganzen Werkzeuge bekommen. Mai hat uns gesagt, wir sollen ihm die Bestellung übergeben. Hier, Mäuschen, das ist für dich. Du kannst uns jederzeit besuchen. Ein Freund des Kätzchens ist ein Freund von Ria und Lia. Aber natürlich, wo sonst sollte das Mäuschen an Pflanzen und Samen kommen? Nur böse Mäuschen würden sie von der Konkurrenz kaufen, stimmt's, Lia? Er würde uns das nicht antun, Ria. Oder etwa doch? Nein, 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 nein. Und ganz vorsichtig rückwärts gehen. Ich hab's dir gesagt, Ria. Er ist ein gutes Mäuschen. Wenn du noch etwas von uns brauchst, sprich mit mir oder meiner Schwester. Nach all den Jahren sind wir Profis. Im Saatgutverkauf, nehme ich an. Manchmal tauschen Ria und ich die Plätze, um die Leute zu verwirren. Das macht so viel Spaß. Aber ihr seht unterschiedlich aus. Also, es wäre sogar noch lustiger, wenn man uns nicht an unserer Haarfarbe unterscheiden könnte. Ja, eben. Geschäfte reden, verabschieden. Ah, okay, da können wir jetzt quasi shoppen. Wir haben sowieso kein Geld, aber gut zu wissen, hier gibt's diverse... Aber keine Samen. Das ist ja alles schon ausgewachsen. Gibt's bei dir das Saatgut? Nimm dich vor Mai in Acht, Mäuschen. Sonst verlierst du früher oder später dein Schwänzchen. Haha. Da gibt's Saatgut, alles klar. Okay, habe ich verstanden. Und mit dir sollen wir auch noch reden, aber ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Sekunde. Bin sofort bei euch. Riechst du das? Das ist das Meer. Alles, was vor dir liegt, ist auf traditionelle Art und Weise gefangen worden. Ich mag alt sein, aber diese beiden Hände, also diese Hand und diese Haken können immer noch mit einer Angel umgehen. Ob du es glaubst oder nicht, selbst ein alter Seebär wie ich braucht von Zeit zu Zeit etwas Hilfe. Zum Glück hat meine Tochter Hikari meine Leidenschaft fürs Angeln geerbt. Sie übernimmt es oft, während ich mich um den Laden kümmere. Ha! Keine Sorge, ich weiß genau, warum du hier bist. Ich habe dich sofort erkannt, als du auf dem Marktplatz angekommen bist und wie eine verlorene Sardine herumgeirrt bist. Hey, nur weil ich nochmal zurückgegangen bin, um auf die Karte zu gucken. Die Taverne am Stadtrand also, was? Oh, du glücklicher Junge. Die Welt gehört euch jungen Leuten. Euch dabei zuzusehen, wie ihr euren Träumen nachlauft, macht mich so nostalgisch. Ich bin sicher, dass sich unsere Wege von nun an öfter kreuzen werden. Niemand kann der turbulenten und unvorhersehbaren Brandung des Meeres entgehen. Stöbere nach Lust und Laune. Unser Fisch wird selbst deine anspruchsvollsten Kunden begeistern. Wenn jemand diese Taverne wieder zum Leben erwecken kann, dann du. Das sehe ich an deinen Augen. Selbst der stärkste Wirbelsturm kann einen entschlossenen Navigator nicht bezwingen. Ah, wenn du meine kleine Hikari siehst, dann sei nicht zögerlich und rede mit ihr. Sie war immer eine so fröhliche und herzensgute junge Dame, aber in letzter Zeit ist sie vom rechten Weg abgekommen. Ich habe versucht, ihr zu helfen, aber ich muss leider sagen, dass dieser alte Mann besser mit Flüschen umgehen kann als mit seiner eigenen Tochter. Backfisch quasi.
Vielleicht ist sie eher bereit, sich jemanden in ihrem Alter zu öffnen. Einsamkeit kann eine Zuflucht sein, aber wenn sie zur Gewohnheit wird, kann sie zu einem Gefängnis für den Geist werden. Ich habe das auf die harte Tour gelernt und ich zahle immer noch den Preis dafür. Ich frage mich gerade, ob es Romancing in diesem Spiel gibt. Ich habe keine Ahnung. So, auf der... Das ist wieder eine Karte, oder? Ja, das ist wieder eine Karte. Alles klar, gut zu wissen. Zurück. Und dann haben wir hier noch die Metzgertheke. Hallo. Oh, ihr Götter. Wie geht es nochmal weiter? Ah ja, willkommen in der Metzgerei Otto und Söhne. Das beste Fleisch der Stadt zum besten Preis. Hast du auch Menschenfleisch? Ich bin Chuck. Mein Vater hat mir vor kurzem die Verantwortung für das Geschäft übertragen. Ich bin immer noch dabei, den Dreh rauszukriegen. Es ist ein bisschen knifflig, aber ich werde ihm beweisen, dass ich es kann. Verzeihung, ich schweife ab. Was kann ich für dich tun? Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich dich in diesem Laden sehe. Willst du unsere Kalbkotlets probieren? Sie sind zum Anbeißen gut. Haha. Na komm schon, Chuck, wovon redest du da, Mann? Ich glaube, du hast eine Bestellung für mich. Eine Bestellung. Ah, Augenblick bitte. Ich muss sie hier irgendwo aufgeschrieben haben. Oh nein, wo habe ich nur mein Notizbuch hingelegt? Hier ist es. Okay, ich sehe. Ja, ich habe sie fertig. Eine Bestellung auf Maisnamen. Auf Maisnamen. Bereits bezahlt. Ja, hier ist alles. Bitte sehr. Du kriegst eine erstklassige Auswahl. Das Fleisch ist so zart, dass es dir auf der Zunge zergeht, egal wie du es zubereitest. Ob gedünstet, gebraten, geschmort oder... Das macht mich hungrig. Meinst du, mein Papa wird böse, wenn ich eine kurze Mittagspause mache? Vermutlich schon. Und dann haben wir dich noch. Agatha, willkommen. Lass mich raten. Dieser entschlossene Blick, diese Selbstsicherheit, kein Zweifel. Du musst der neue Besitzer der Taverne außerhalb der Stadt sein. Armes Ding, kauft eine Müllhalde, er muss den Verstand verloren haben. Das war wirklich ein tollkühner Kauf. Die Taverne ist schon seit Jahren geschlossen, aber ich bin sicher, dass mit meiner Hilfe ein wenig Feinschliff hier und da das Geschäft bald wieder florieren wird. Ebenso wie mein Einkommen, der Kerl muss wirklich alles neu kaufen. Aber wo sind meine Manieren geblieben? Ich bin Agatha, die berühmteste Raumkünstlerin der ganzen Stadt. Meine Möbel und Artikel zieren die extravagantesten Häuser und Geschäfte des Reiches. Wenn du etwas brauchst, das guten Geschmack besitzt, bist du hier genau richtig. Der Text hat gerade keinen Sinn gemacht. Was denkst du, darf ich dich für ein paar Skulpturen begeistern? Wie wäre es mit ein paar eleganten, zeitgemäßen Gemälden, um dein Lokal aufzulockern? Oder vielleicht etwas Praktisches? Ein paar Tische und Stühle, um die Kapazität deiner Taverne zu erhöhen? Ja, du, ich brauche Grabumrandungen und Grabsteine. Die Wahrheit ist, dass ich kein Geld habe. Du hast kein Geld? Wofür verschwendest du denn meine Zeit? Ich habe Kunden zu bedienen, sehr wichtige Kunden. Ich bin gekommen, um meine Bestellung abzuholen. Sag das doch gleich. Du weißt, dass ich hier bin, um zu helfen. Lass mal sehen. Deine Bestellung auf den Namen Mai, wenn ich mich nicht irre. Nein, Mais. Ja, ich sehe schon. Einige Bierdeckel, einen Fußabtreter und drei Kerzenhalter, nicht wahr? Götter, rettet mich. Was für eine lächerliche Bestellung. Bitte sehr, irgendwo muss man ja anfangen. Aber ich versichere dir, dass du nicht sehr weit kommst, wenn du nur das Nötigste kaufst. Die Kunden müssen begeistert werden. Je mehr du dein Lokal dekorierst, umso zufriedener werden deine Kunden sein. Vergiss das nicht. Ich habe alles, was du brauchst. Komm einfach zu meinem Stand und frag nach meinen Waren. Aber wehe, wenn du mit leeren Taschen kommst. Ich glaube, das Beste, was wir aktuell machen können, um Kunden anzulocken, ist Mai sich verwandeln lassen und als Bardame anstellen. Jo, und da ist dann auch schon die Schmiede. Guten Tag. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich dich hier sehe, oder? Natürlich habe ich recht, ich vergesse nie ein Gesicht. Hoho.
Ich bin Halmut und Halmund, ich weiß, ein komischer Name für einen komischen Mann. Was führt dich in unsere Schmiede? Willst du dich nur umsehen oder bist du gekommen, um eine Bestellung abzuholen? Nun egal, in jedem Fall bist du bei uns richtig. Ich brauche Gunblades. Hast du Gunblades? Meine reizende Frau wird dich drin bedienen, denn wir führen das Geschäft gemeinsam. Sie ist nicht nur schön, sondern auch die beste Handwerkerin der Stadt. Unsere Arbeit wird dich nicht enttäuschen. Was mich betrifft, nun, ich will mich nicht aufspielen, aber ich bin auch sehr gut mit der Schmiede. Normalerweise bin ich für die Werkzeuge zuständig. Ich gebe mir ein paar gute Materialien und ich mache dir eine Axt, die einen Amboss in zwei Hälften spalten kann. Ohohoho. Geschäft reden. Geschäft, was verkaufst du denn? Gießkanne, das ist aber alles sehr kupferlastig. Hast du nichts Besseres? Weiß ich nicht. Sonit oder so? Glorit? Wir müssen die Speere für die Bestellung der Stadtwache fertigstellen. Ja, mach das doch einfach. Endlich bist du da, Clive. Wo warst du so lange? Ich habe auf die neuen Materialien gewartet, seit ich bin nicht Clive. Moment mal, du bist nicht Clive. Wer zum Teufel bist du und was machst du in meiner Schmiede? Aha, sag es nicht. Ja, natürlich. Du bist der Tavernenjunge. Entschuldigung, wenn ich arbeite, bin ich so vertieft, dass ich dabei oft alles andere vergesse. Die Hitze der Flammen, das Schlagen des Hammers, das ist das Paradies. Findest du nicht auch? Du wirst es bald verstehen. Ich bin Petra, ich und mein Mann leiten diesen Laden. Das heißt, mein Mann und ich. Aus deiner Bestellung schließe ich, dass du daran interessiert bist, die Kunst des Schmiedens zu erlernen. Gute Wahl. Bald wirst du wissen, wie man aus einem traurigen Stück Metall wahre Schönheit hämmert. Du hast mein Wort. Auch die versorgt uns quasi mit dem, was wir brauchen, damit wir nicht bei ihr einkaufen müssen. Das ist merkwürdig. Schmiedebank, Schmelzofen, Kupferspitzhacke, bitte sehr. Damit solltest du alles haben, was du für den Anfang brauchst. Schmieden ist kein Kinderspiel, aber hier bist du an der richtigen Adresse. Mit meiner und Hals Hilfe wirst du Metall bald so bearbeiten, als wäre es Ton. Viel Glück, mein Freund, und Entschuldigung wegen vorhin. Die Flammen der Schmiede wecken in uns die Leidenschaft und manchmal lassen wir uns zu ihr hinreißen. Aber auch wenn wir voller Feuer sind, sind wir freundlich. Wirklich, haha. Wenn du etwas brauchst, kannst du mich oder meinen Liebsten fragen. Er ist der Hengst, der draußen arbeitet. Er weiß alles, was es über das Schmieden von Waffen und Werkzeugen zu wissen gibt. Und den Weg zum Herzen einer Frau. Haha. Ja, alles klar. Dann haben wir das erstmal abgeschlossen. Wir haben alles zusammengesammelt. Da gibt es noch eine Karte rechts. Die brauchen wir mal gerade nicht. Ich laufe mal eine Runde und trinke nochmal was. Ich merke, dass mein Hals schon nicht so begeistert ist, dass ich hier so viel vorlesen muss. Aber ich habe absolut damit gerechnet, dass genau das passieren wird. Wir machen auch nach dem Tag erstmal eine Pause. Aber ein bisschen geht noch. Na, bist du ja endlich. Du hast dir Zeit gelassen. Ich habe schon gedacht, du kommst nicht mehr zurück. Also gut, hast du alles, was wir brauchen? Hättest du dich nicht gefreut, wenn ich nicht mehr zurückgekommen wäre? Du hast es dir immerhin gestern noch gewünscht. Kunden kommen für leckere Speisen und Getränke in die Taverne. Wie wäre es mit einem Grillsteak? Kriegst du das hin? Du weißt schon, in der Pfanne braten? Das ist doch ganz einfach, oder? Geh zum Ofen und bereite ein paar Teller mit Grillsteak vor. Keine Angst. Behalte sie im Auge und passe auf, dass sie nicht zu lange durchgebraten werden. Mit dem Ofen kannst du verschiedene Gerichte zubereiten. Wie du schon bei den Rattenspießen gesehen hast, gibt es Rezepte, die nicht modifiziert werden können. Und du brauchst nur alle Zutaten, die du für die Zubereitung brauchst. Bei anderen Rezepten kannst du jedoch verschiedene Zutaten wählen, um einzigartige Variationen zu kreieren. In diesem Fall müssen wir das Grillsteak mit Rindfleisch zubereiten. Ich bin immer noch für Menschenfleisch. Ich kenne das jetzt so aus Graveyard Keeper.
Wie du sehen kannst, hast du jetzt das Rezept für Grillsteak. Es gibt einige Rezepte, die unveränderbar sind und die du nur auswählen musst, wenn du genügend Zutaten in deinem Inventar oder in Truhen in der Nähe hast. Ah, wir haben verknüpfte Truhen, das ist sehr gut. Wenn du Rezepte auswählst, die Modifikationen verwenden, musst du jedoch auswählen, welche Zutat du zu ihnen hinzufügst. Verschiedene Zutaten verändern den Wert des Gerichts, also prüfe sie aufmerksam, bevor du bestätigst, dass das Gericht zubereitet werden soll. Für den Anfang machen wir ein gegrilltes Rindersteak. Heiz den Ofen an. Ein Grillsteak aus Rindfleisch. Annehmen. Okay, das braucht kurz, während das brutzelt. Ich denke, ich kann in der Zeit jetzt auch nicht großartig was anderes Sinnvolles tun, oder? Was ist mit Brennstoff? Wir haben nichts, was wir da reinlegen können. Dann können wir uns doch mal kurz auf unserem Inventar umgucken. Die Werkzeuge sind schon alle in der Leiste. Das ist ganz gut. Ich will dem jetzt nicht vorgreifen. Ich bin mir sicher, im Rahmen des Tutorials werden wir lernen, wie wir anpflanzen und wo das alles hingehört und so weiter. Ich denke mal, die kommen alle nach draußen. Tisch, Bänke und so weiter. Ich hoffe, dass das im Rahmen des Tutorials passiert. Vielleicht aber auch nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Damit ist das Essen geregelt. Während es vor sich hin köchelt, sollten wir mit der Herstellung eines neuen Biers beginnen. Siehst du den Tisch mit dem Sieb neben dem Ofen? Das ist die Melzmaschine. Der erste Schritt besteht darin, das Getreide zu melzen, das wir verwenden werden. Nähere dich ihr und wähle dann das Rezept für Malz aus und verwende und das zu verwendende Weizen, also Weizen aus, um die Verarbeitung zu beginnen. Die Übersetzung ist gut. Sie hat ein paar Schnitzer, aber die Übersetzung ist wirklich gut. Das mit dem... Ist es das? Ich vermute, das ist es. Malz, gemälztes Getreide. Braucht zwei Getreide und wir haben nur Weizen. Also nehmen wir offenbar zwei Weizen. So. Genau so. Jetzt müssen wir einfach nur noch abwarten. Lass uns in der Zwischenzeit nach draußen gehen. Ich möchte dir etwas zeigen. Wir laufen nach draußen. Da waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Ist aber schön, dass das Steak alleine grillt, ohne dass ich da was tun muss. Rechts, links, wohin? Ah, frische Luft. Wie ich schon gesagt habe, ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn man eine Taverne betreibt, dass man weiß, wie man seine Zeit und seine Produkte einteilt. Wir bereiten gerade ein paar Dinge vor, aber wenn wir eröffnen, werden die Kunden unseren Vorrat rasch aufbrauchen. Natürlich kannst du dir in der Stadt Zutaten oder alles, was du brauchst, besorgen, aber wenn du deinen Gewinn maximieren willst, ist es das Beste, wenn wir unsere eigenen Zutaten produzieren. Ey, produziere mich nicht. Ria und Ia haben dir doch sicher etwas Saatgut gegeben, oder? Nun ist es an der Zeit, mit der Kultivierung unserer Felder zu beginnen. Such dir ein Gebiet aus und befreie es mit der Sense von Unkraut. Denn das Letzte, was du brauchst, ist Unkraut, das sich in deiner Ernte breit macht. Sobald die Fläche frei ist, kannst du mit der Schaufel das Gras entfernen und dann den Boden mit der Hacke bearbeiten. Wenn ein Hindernis im Weg ist, versuche es mit deinen neuen Werkzeugen zu beseitigen. Ich wollte mich schon längst selbst darum kümmern. Aber du weißt ja, ich war in den letzten Jahrhunderten sehr beschäftigt mit Schlafen wahrscheinlich. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen uns die Sense, hauen hier den Scheiß weg. Und dann sollen wir hier umgraben. So, Fragezeichen. Wie viel Saatgut haben wir denn? Olivenbaumsetzling, Weizen, Bitterhopfen. Weizenkörner haben wir 3. Ach, guck mal da, da haben wir doch alles. Okay, dann brauchen wir also quasi hier so ein 3x3-Feld. Ja, dann lass das doch mal eben tun.
Ah, wir können auch in der Entfernung graben. Das ist gut. Da bauen wir jetzt die Hacke. So. Da unten geht nicht. Da oben geht auch nicht. Warum geht da nicht? Warum kann ich hier nicht hacken? Wahrscheinlich wegen des Baumes oben und hier unten. Hier unten weiß keiner. Okay, den Baum sensen wir mal eben weg. Dafür haben wir ja eine Axt. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Du weißt nicht, wie man eine Axt benutzt. Willst du mich verarschen? Gut, alles klar. Dann graben wir hier wieder zurück. Können wir das mit der Hacke wieder rückgängig machen hier? Ja, können wir. Dann müssen wir weiter hier in die Richtung. Aber das wird wahrscheinlich auch wieder zu nah am Baum sein, denke ich mal. Oder? Ja, es ist zu nah am Baum. Das ist doch alles ärgerlich. Den hier konnten wir auch schon nicht machen, ne? Also hübsch kriegen wir das erstmal nicht, wie es aussieht. Oder machen das hier unten? Das ist doch viel einfacher. Wir räumen das hier mal eben wieder weg. Das... Hey, nicht schlecht. Bei deinen dürren Armen hätte ich nicht gedacht, dass du das drauf hast, ganz ehrlich. Damit ist der anstrengende Teil erledigt, denn du musst nur noch den Boden bewässern, bevor du das Saatgut aussehen kannst. Hier, ich habe diese Gießkanne irgendwo aufbewahrt. Wähle sie aus und drücke F, um den bearbeiteten Boden zu gießen. Sobald er befeuchtet ist, wähle das Saatgut aus und pflanze es mit F ein. Ja, aber nicht hier. Das sieht doch mistig aus. Lass mich das erstmal wieder alles wegmachen. Hey, ich hab gesagt, wegmachen, nicht hinmachen. Das sieht doch alles nicht gut aus. So. Ich mache erstmal das weg. Wir können das später aufgraben. Aber dann kriegen wir das hier wenigstens so hin, dass es aussieht, als wäre es gewollt. Jo. So. Okay, jetzt aber. Jo. Ist die Gießkanne denn leer? Oder müssen wir damit erst zum Brunnen? Rechtsklick. Gießkanne. Okay, die bewässert immerhin zwei direkt. Ja, so sogar drei. Jetzt wird... Ich stand so sehr am Rand. Okay, na gut. So, und dann haben wir noch unseren Weizen. Haben wir. Kann mich nicht bewegen? Ja, gut gemacht. Du kannst auch Obstbäume züchten. Sie müssen weder in gepflügter Erde gepflanzt noch bewässert werden. Sie gehen nicht einmal ein, wenn die Erntezeit vorbei ist. Ein wahres Wunderwerk. Schade, dass sie so schwer zu bekommen sind. Wenn du in die Stadt gehst, frage Ria nach Setzlingen. Sie mag vielleicht merkwürdig sein, aber wenn es etwas gibt, das sie noch mehr genießt, als ihre Kunden zu quälen, dann ist es, stundenlang über Obstbäume zu quasseln. Wobei, eigentlich ist es dasselbe. Wir haben einen Olivenbaum. Ich mag keine Oliven, aber man kann den Baum ja trotzdem anpflanzen. Dafür muss man die Erde nicht mal umgraben. Ja, komm, wir packen den da hin. Passt schon. Nun, eine Sache weniger, über die wir uns Sorgen machen müssen. Lass uns wieder hineingehen. Sehen wir uns in der Werkstatt der Taverne. Okay. Wo ist denn die Werkstatt der Taverne? Meint sie das damit? Ja, da bist du ja. Es ist Zeit, mit der Zubereitung von Getränken fortzufahren. Aber Achtung, nicht jeder ist für die Kunst des Bierbrauens geschaffen. Es sind die feinen Nuancen, die richtige Konsistenz. Es gibt viele Kleinigkeiten, die Getränke in den Nektar der Götter verwandeln oder sie komplett ruinieren können. Es hängt alles von dir ab. Ich werde es schaffen!
Weiß ich nicht. Nun, zumindest hast du die richtige Einstellung. Hebe zuallererst das Weizenmalz auf. Erinnerst du dich daran, dass wir vorhin angefangen haben, welches vorzubereiten? Nimm es und verwende es im Gärbehälter, dem Ding, das wie ein Steinofen aussieht, links neben der Melzmaschine. Okay, aufheben, reinschmeißen. Es gibt eine ganze Reihe von Getränken, mit denen du deine Kunden zufriedenstellen kannst, aber für den Anfang ist es am besten, wenn du mit einem einfachen Lagerbier beginnst. Sobald du die Zutaten hast, ist es ein ähnlicher Prozess wie bei der Zubereitung von Gerichten. Du musst nur das Rezept auswählen, die Zutaten festlegen und bestätigen, dass du es zubereiten möchtest. Los geht's! Ein Lagerbier. Wir brauchen Malz und wir brauchen Hopfen. Wir haben nur Bitterhopfen. Das ist ja sehr schwierig, was wir uns jetzt hier aussuchen, ne? Nicht genug Zutaten? Nicht genug Zutaten? Fülle einen Eimer Wasser aus dem Brunnen. Ah, okay, wir brauchen auch noch Wasser. Das steht aber nicht dabei. Gut, gehen wir Wasser holen. Oh, es wird langsam Nacht. Das ist ja jetzt schade. Einmal Wasser. Jo. Ah, jetzt können wir es machen. Ah, da stand's. Moment mal eben. Jetzt war ich wieder zu schnell. Hier steht's dabei. Da ist der Eimer. Der Eimer Wasser bei. Okay. So, wir nehmen das. Wir nehmen das. Anwenden. Okay. Gute Arbeit. Wir haben jetzt fast alles, was wir brauchen. Neben Speisen und Getränke brauchen wir auch Materialien, um die Taverne in Ordnung zu bringen. Ich hoffe, du bist bereit für die harte Arbeit, junger Herr. Wahrscheinlich hast du es schon bemerkt, aber durch unsere Arbeit ist der Vorrat an Brennstoff bei den Arbeitsstationen aufgebraucht. Wir müssen also mehr Brennstoff hinzufügen, um weitere Dinge herzustellen. Und wir können diese Taverne wohl kaum in ihrem jetzigen Zustand für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie mag für manche Leute einen gewissen Charme haben, aber ich vermute, dass du lieber Kunden anlocken möchtest, die nicht jede Münze zweimal umdrehen müssen. Puh, wir haben noch nicht mal angefangen und sind schon im Verzug. Wie wäre es, wenn wir nach draußen gehen und loslegen? Ich glaube, das machen wir morgen. Ich glaube, wie ist das mit Speichern hier? Schließe einen Controller an. Nee. Gut, ich gehe mal davon aus, wenn ich schlafe, wird gespeichert. Das heißt, ich gehe jetzt schlafen. Ich meine, das ist ja eh schon spät. Ne? Wir machen einfach morgen weiter. Wir machen das hier ganz in Ruhe. Wir haben ja keinen Stress. Wir machen morgen an der Stelle hier weiter. Gehen raus, gucken, was Kitty uns noch so alles erzählen will. Aber jetzt muss ich gerade erstmal meine Stimme schonen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, bis morgen. Schlafen gehen.